Auf geht's. Nochmal saugen. Ja, und als erstes ist mir gleich mal das hier ins Auge gesprungen, aber auch hier oben haben wir wieder Probleme. Ja, was ist denn hier? Okay. Da ist noch was defekt. Nach dem Tsunami. Dann sollten wir uns mal um das hier kümmern, und zwar macht es hier vielleicht noch ein Bestattungswesen. Oder, ja, jedenfalls etwas, das die Toten abholt. Die 10.000. Können wir vielleicht ein so etwas hier hinsetzen. Ich weiß nicht, ob das zwar funktioniert. Lernorgen in Verbindung einer von 7. Ja, doch, das sollte funktionieren. Ja, jetzt ist das Gebäude schon wieder leer. Dann reißen wir das auch gleich weg. Die hier natürlich auch. Das hatte doch nochmal hier. Doch nicht. Gut. Doch, da hat es noch 2 gehabt. So. Gut, dann möchte ich einmal schauen, ob wir hier noch was vom Park haben. Was da Neues zugekommen ist. Ja. Geisterbahn, haben wir das Teil? Ich glaube nicht, dass wir das haben. Ja, vielleicht hier hinten. Ne, Schiffschaukel. Freifallturm. Ne, sieht nicht so aus, als hätten wir die Geisterbahn. Schweinchenzug. Ne. Das haben wir wohl nicht. Die Schiffschaukel haben wir. Die Art-Scooter haben wir auch. Die Geisterbahn, die fehlt noch. Ich würde sagen, die setzen wir doch hier hin. Zack. Das Teil haben wir. Steht nämlich gerade hier. Luftschaukel. Haben wir das Teil? Die Luftschaukel. Ja, die haben wir. Hatten wir echt die Geisterbahn nicht? Das wäre ja schon etwas komisch, wenn wir die nicht hatten. Da haben wir noch Freizeitparkbank. Ja, die können wir. Da haben wir wahrscheinlich schon eine. Hier noch eine hin. Da haben wir nur noch dieses Teil, Achterbahn und das Riesenrad. Dann sind wir hier eigentlich durch. Okay, dann haben wir den Park eigentlich viel zu groß gebaut. Könnte man eigentlich gerade das Teil noch da unten versetzen. Gut, ich weiß nicht, wie groß die Achterbahn sein wird. Deshalb. Das Teil hier hin. So. Ich kann trotzdem dieses Teil kurz anschauen. So aussieht. Hey. Cool. Nicht das Geisterhaus.
Ja, hier sind schon ordentlich Leute unterwegs jetzt. Ja, das sieht eigentlich auch noch relativ cool aus. Diese freie Fall, der würde mich noch interessieren. Der jetzt aussieht so, rein optisch von da unten. Boah, das geht schon weit hoch hier. Okay. Wusch. Ja, die werden ordentlich durchgeschüttelt. Meine Herren, das Volk hier. Das ist ja ordentlich. War schon mal cool, so durch den Freizeitpark hier durchzulatschen. Chirpuru Kaffee, okay. Piggy. Autoscooter. Astro-Bumpers, genau, ja. Jo. Das war soweit zu dem Park hier. Was haben wir denn hier? Ah, ein Baumsturm. Ja, dann können wir wahrscheinlich den Park hier noch etwas kleiner machen. Dann hat hier hinten vielleicht auch noch was anderes Platz. Das haben wir eigentlich für diesen Park noch so Neues. Das wäre. Ist das dieses Teil hier? So. Was ist das für ein Teil? Parkpflegegebäude. Kann man das hier drinnen reinstellen? Ich glaube nicht. Nö. Das ist, glaube ich, nicht dieses Teil hier. Ja, ah, das ist wahrscheinlich so ein Teil. Jetzt ist die Frage, haben wir das Teil schon? Das hier. Platz im Park. Sieht nach dem Teil aus. Parkinfostand. Mit Sicherheit auch schon. Ja, da haben wir noch einiges. Was man da noch verbauen könnte. Aber wir könnten hier vielleicht irgendwie auch noch so Dinge hinsetzen. Aha. Parkschachfeld 1, Parksteg. Parksteg 2. Das wären die Teile hier. Da mal eins und hier eins.
braucht das? Ein Steg mit einer Plattform. Ah, da braucht es wahrscheinlich Wasser, damit es funktionieren kann. Können wir da vielleicht irgendwas machen? Habe ich eher größer als klein. Naja, genau. Ich muss es eigentlich in die andere Richtung haben. Jetzt habe ich überhaupt kein Loch. Wir das nur noch mit Wasser irgendwie auffüllen können. Ja, jetzt ist die Frage, wie kann ich das wieder machen? Geht das schon? Ah, da können wir noch Katastrophen aufbeschwören. Aber wo kann ich hier? Das mit Wasser machen. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt wieder wüsste. Wie ich das letztes Mal gemacht habe. So sind wir jetzt 300. Ah, jetzt kommt es auf. Wollte gerade sagen, wieso sind wir hier so weit jetzt im Minus? Sind wir die Dämme? Oh, da haben wir noch ein Kaufhaus. Das wäre auch eigentlich noch was, was wir dann mal bauen könnten. Oder auch hier. Ein Kino. Schauen Sie sich dann rückpassen. Ich weiß gar nicht mal, was das groß bewirkt. Wahrscheinlich Zufriedenheit bei den Leuten. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ah, Freizeit gibt das, okay. Vielleicht wird das für das da oben sein. Hier mal so ein Kino hinstellen. Hier vielleicht mal noch. Oh la la, das ist aber ein Riesenteil hier. Ja, und es gibt, das macht Lärm. Was haben wir hier noch? Macht zwar auch Lärm. Kaufhaus.
Hat es noch weitere Shoppingstatue? Krankenhausplatz. Statue der Wohlstands. Das könnte man noch machen. So eine sie hin. Bewirkt ja jetzt zwar nicht sehr viel. Stadion. Ein Expo-Center. Ein Opernhaus. Oh, hat sie jetzt keinen Strom? Ja. Energie fehlt. Was haben wir hier? Geothermie-Kraftwerk. Die Geothermie-Kraftwerk nutzt die Wärme im Erdinnern, um die Stadt ohne Verschmutzung mit Elektrizität zu versorgen. Brauchen wir ja da aber nicht Geothermie. Fragen über Fragen. Die macht auch Lärm, aber die macht Lärmbelastung 25, gibt aber 112 bis 160 Megawatt. Ja, die gibt schon mehr Megawatt hier. Wisst ihr was? Wir stellen das Teil. Oh, das Teil hat auch noch keinen Strom hier. Stellen das Teil auch noch hier unten hin. Dazu sehe ich, das ist doch kein Strom. Ich den eben nicht mehr hin. Aber hier. Kriegt ihr hier noch so ein Teil hin? Wasser habt ihr? Ist irgendwas immer noch kein Strom? Nö. Da stimmt wieder was nicht. Was habt ihr? Ja, in den Boden. Ja, dann müsst ihr hier nicht bauen, heiliges bisschen. Okay. Ja, Wohnsiedlungen wären wieder mal aktuell. Da wollten wir ja noch hier eine Ausfahrt hinbasteln. Das werden wir jetzt wohl mal angehen. Strom habe ich genug. Ich glaube, ich könnte mal hier zwei von den Teilen rückbauen. Ja, da haben wir können wir eigentlich alle wegnehmen, die brauchen wir gar nicht. Wir müssen jetzt hier die Stromversorgung wiederherstellen. Ich würde hier glatt mal die Stromversorgung auch noch hier rüberziehen. Was einfach sicherer ist, wenn wir hier auch noch eine Verbindung haben. Dass nicht die einzige Verbindung ist, die wir nämlich von hier unten haben.
wir können den Strom abdecken. Das Ganze. So. Ist das nämlich auch schon relativ gut versorgt hier hinten. Ja, Strom geht also hier immer noch rauf, also das ist überhaupt kein Problem. Hier hat es wieder... Oh, Mensch! Wenn wir hier so ein Problem mit diesen Straßen überfüllt sind. Wir müssen hier mal dringendst irgendwie noch Verbindungen installieren. Lassen wir hier mal noch gutes Gewerbe hin. Machen wir hier wahrscheinlich auch gutes hat alles Wasser. Und jetzt machen wir hier noch ein Krankenhaus. So, hier hin. Krankenwagen nützt für die Toten eigentlich auch nichts mehr. Dann machen wir nur noch ein Krematorium. Eine Polizeistation, eine Feuerwehr fehlt auch noch. Machen wir mal das Teil hier hin. Gut, dann haben wir die nämlich auch noch was davon. Setzen. Gut. Hinten haben wir auch keine Feuerwehr, sehe ich gerade. Erdbebensensor hier nicht benötigt. Das ist Tsunami-Sensor, haben wir da vorne drin. Noch einer hinsetzen zwar. Wahrscheinlich auch wieder Strom benötigen dort unten. Der hat nämlich auch noch keinen Strom. Den Weg. Und jetzt da müssen wir natürlich noch dort unten noch Strom runterkriegen. Ja, diese Toten werden auch langsam abtransportiert hier. Hoffe ich jetzt mal. Jetzt haben wir hier noch keine. Ja, eigentlich da oben, hier hinten fehlt noch dann eine. Da weiß ich jetzt aber noch nicht, wo ich die hinsetze. Ja, aber das Problem mit den Toten, das ist schon ein Riesenproblem.
kann ich fast nicht mehr ausbauen. Hier, jetzt geht gar nicht. Ja, hier können wir auch noch ausbauen. Ja, und das ist halt ein Nadelöhr hier. Kann ich da nicht noch irgendwie das Ganze anders bauen? So eine Umfahrung hin. Gut, da sind die Toten weg, aber jetzt hat sie hier unten dafür. Hier noch so ein Teil hinstellen. Kann ich da noch eine Straße dazwischen zwängen? Geht das vielleicht? Hier noch irgendwie so eine Verbindungsstraße reinmachen. Klar geht das, okay. Jetzt sollen da natürlich nicht die Leute noch da reindüsen, das macht überhaupt keinen Sinn. So, alle hier runter. Gut. Hoffentlich, wir kriegen das hier jetzt mal endlich in den Griff. Gut, jetzt gibt es hier drüben die... Ja. Die Autobahnausfahrt, das... sollen wir hier so ein Dreieck hinbasteln? Natürlich auch noch cool. Wir könnten eine Autobahnkreuzung höchstens machen. Mit einem Kreiselausfahrt. Ja, das will ich gerade so machen. Jetzt machen wir hier kurz Pause. Da mag ich mal den Bagger. Straße, Autobahndreieck. Jetzt muss ich wieder schauen, also, wo kann ich es drehen. Hey, Ort ist bereits belegt. Mit was? Ach. Seht ihr die Bäume? Machen wir das so. Dann ja, es ist hier die Autobahn. Seht ihr das? Ne. Das war es offenbar nicht. Die Straßen sind viel zu breit.
Das ist die Frage, welche Straße war das? Ist die hier? Nicht ganz. Komm fast dran. So. Ist das hier schon mal angeschlossen? Das hier. Hier echt wieder was unten drunter. Ja, genau so ein Teil, okay. Ist das Teil mal weg? Das hier auch. Wir hier die Straße zusammenschustern können. Der Rückpfeiler wieder im Weg. Was ist da wieder im Weg? Eigentlich gar nichts. Nicht genügend Geld, ja super. Du mich auch so. Ja, jetzt sind wir wieder im Minus, soweit. Gut, dann haben wir hier wenigstens mal die Autobahnausfahrt, soweit. Wieso gehen wir hier ins Minus? Wir können mal den IT-Teil Cluster das hier noch anheben. Notverkauf ablehnen. Hallo? So gehen wir jetzt ins Minus. Geht jetzt aber auch nicht ganz auf. Hier jetzt. Oh. Ausgaben. So haben wir jetzt so viel massiv mehr Ausgaben.
müssen hier die Steuern noch etwas anheben. So. Schauen, was hier jetzt passiert. Ja, sind wir wenigstens schon wieder im Plus. Oh. Jo. Ich glaube, ich weiß wieso, dass die natürlich reklamieren, aber das können wir ja nicht. Ja, wir brauchen zuerst Geld. Wir das hier jetzt wieder zusammenjusten können. So, damit die wieder Strom haben da drüben. Das ist ja natürlich klar, um die alle reklamieren. Ja, und da brennt es mal wieder. Jetzt klagen sie, dass die Steuern zu hoch sind. Ist ja klar. Können wir das mal zurückzahlen? Ja, hier mal auf 13 runter. So. Sogar wieder auf 12. Sollte sich jetzt nämlich eingerenkt haben hier wieder. Wir sagen, wir bauen hier auch wieder eine Marktstelle hin. Einfach weil wir es können.
Ja, liebe Freunde, wir sind mit unserem Livestream leider für heute am Ende. Ja, ich würde sagen, wir werden mal schauen, wenn wir den nächsten Livestream machen. Werden wir hier auch weiterfahren. Dann gibt es hier das Wohnviertelquartier hin. Ja, dann hoffe ich, euch hat den Livestream gefallen, die Leute, die anwesend waren. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder sogar ein Abo oder Kommentar. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wir kontrollieren hier jetzt noch rasch unsere Gewerbe. Dass der macht gut wieder Plus hier. Das hier unten ist leider immer noch nicht weitergekommen. Wir sagen, da machen wir gleich mal noch ein bisschen Wald hin. Sägemühle könnte auch nicht schaden. Ja, so einen Teil können wir dann auch noch hinstellen, wenn wir irgendwo noch Platz finden. Beispiel hier hinten. Ja, genau. Das ist genau das Falsche gewesen. So, gut, dann hoffe ich, hier wird mal fleißig weiter Arbeit eingestellt. Ja, viele überqualifizierte Arbeiter hat es hier, aber naja, okay. Ja, liebe Freunde, dann ja, bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat es wenigstens ein wenig gefallen. Trotz dieses Tsunami, den wir vor der Pause noch hatten, ja, werden wir hier unterbrechen. Ja. Ja, natürlich werde ich